Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Dr. Mario und Tetris. Und nun werden wir uns also dem zweiten Spiel widmen, und zwar Dr. Mario. Während sich mein Hals wieder füllt mit Flüssigkeiten der Finsternis, werden wir hier den Virus-Level mal auf Null lassen. Zu Anfang Geschwindigkeit Low. Der Musiktyp, Fever oder Chill? Wir nehmen mal zweiteres. Und dann beginnen wir einfach mal. Und wir sehen in der Tat Mario in Gestalt. Huch, ja, tolle Steuerung in jedem Fall. Steuerung klappt schon mal super. In jedem Fall sehen wir Mario in Gestalt eines epischen Arztes. Das heißt, er kann nicht nur der Weltenretter sein, er kann nicht nur eine Prinzessin retten, deren Namen ich nicht nennen will. Nein, er kann sogar Arzt sein. Und Ziel ist es, diese kleinen Mistdinger auszurotten. Quasi. Und das kann man, indem man ihnen drei Hälften von den Pillen auf den Kopf haut. So wie hier jetzt bei dem roten Viech. Schwuppdi. Kann man ja vom Hausarzt so, das macht er genauso. Er nimmt eine Pille raus und haut ihn die Bazillen auf den Kopf. Und dann gehen sie down, dann sind sie besiegt. Dann geben sie auf und man ist wieder gesund. Und wir haben Level 0 erfolgreich geschafft. Und nun geht's direkt weiter. Doch was ist das? Die Anzahl der Bakterien scheint sich enorm erhöht zu haben. Zumindest verdoppelt zu haben, ungefähr. Denn es geht hier immer weiter und immer härter zur Sache. Die Anzahl der Bakterien wird immer höher werden. Das heißt, auf Deutsch gesagt, es wird für uns immer schwieriger werden. Diese Plage aus dem Weg zu räumen, den Patienten zu heilen. Doch wir sind nicht umsonst Dr. Mario, denn wir schaffen sowas mit links. Hoffen wir es zumindest mal. Und irgendwann wird es soweit sein, da wo wir vorausschauend denken müssen, weil es sonst hier einfach nicht klappt. Und unser Dr. Mario scheint auch mal ein paar falsche Dinge auszuspucken. Ein paar Pillen, die wir gar nicht brauchen. Aber ist halt so, macht der Doktor doch genauso. Er spuckt einfach Pillen aus und entweder sie sind richtig und wirken oder aber nicht. Dann muss der Patient halt an Überdosis Pillen sterben. Ist ja auch nicht so wild. So, geschafft. War natürlich nur Spaß. Mit der Überdosis. Machen die Ärzte natürlich nicht, die sind gewissenhaft. Nicht so wie wir und Dr. Mario. Wobei ich ja glaube, dass Dr. Mario gar nicht Dr. Mario ist, sondern in Wahrheit ein gewisser Herr Dr. Gorbatschnewski, liebevoll auch Dr. G. genannt. Nicht wahr? Ja, ich bin Dr. G. Ich bin meines Zeichens der weltbeste Doktor von der Welt. Ich habe in meiner gesamten Laufbahn bereits 2000 Patienten behandelt und davon leben heute noch zwei. Diese ist eine wunderbare, souveräne Zahl. Ja, das ist unser Dr. G. Und ihr könnt schon sehen, was ich hier für totalen Bullshit laber, aber ist halt mal so, ne? Dieses Let's Play eignet sich quasi dazu, so ein Blödsinn zu labern. Beziehungsweise Doktoren wie Dr. G. einzuladen. So, und wir scheint's zu schaffen. Wir scheinen unseren dritten Patienten heilen zu können.
denn wir sind Dr. Mario, beziehungsweise haben Unterstützung von einem gewissen Doktor, Dr. G. Und der Name klingt nicht mal so lustig, wenn man ihn andauernd sagt. So, und wir haben es geschafft. Und weiter geht die wilde Fahrt. Die nächsten Gegner kommen. Oh ja. Und wir können jetzt zum ersten Mal, das müsst ihr euch unbedingt ansehen, zwei Bazillen auf einmal ausrotten. Und dann kommt dieses wunderbare Geräusch. Was uns, was auch immer, weiß machen will. In jedem Falle füllt sich andauernd mein Hals mit diesen finsteren Bazillen. Schleimbazillen. Das heißt, auch ich sollte mal irgendwann Dr. Mario aufsuchen. Aber ist halt dann mal so. Man kann auch zwei Dinge auf einmal besiegen. Zwei aufeinanderliegende und eine Pille derselben Farbe und schon war's das. Ich denke auch im Übrigen, dass ich unglaublich schlecht erklären kann. Das liegt in meiner Natur. Kann ich halt einfach gar nicht. Und mit dem Ding jetzt kann ich auch nicht viel anfangen. So. Ach doof, ist sowas doch. Dann eben so. Gut, ach, Dr. Mario, was machst du hier denn? Ach, Moment. Ja, das ist halt mein Problem. Man muss halt reden und dabei sich konzentrieren. Das ist halt gar nicht mal so einfach. Das heißt, ich verwechsel hier manchmal die Steine, beziehungsweise setze sie nicht, obwohl ich sie setzen könnte. Das ist halt ärgerlich, sowas. Naja. Aber noch geht's hier ja. Noch kann man solche elementaren Fehler wieder ausmerzen. Aber auch das wird sich später womöglich ändern. So und so. Die letzten drei Bazillen. Und dann haben wir's. Dr. Mario oder Dr. G. gibt mir die richtigen Pillen. Nein, so nicht. So, und damit haben wir auch Level 3 erfolgreich geschafft. Und ich weiß gar nicht, wie lange ich das hier spielen werde, Dr. Mario. Weil... ja, es wird irgendwann so schwer werden, dass ich es nicht mehr packen werde. Und ich denke, ich werde genau bis zu diesem Zeitpunkt wohl spielen. Bis wir hier verkacken, quasi. So, weiter geht's. Und allmählich wird's langsam gar nicht mal so uneinfach. Für mich hier. Ich kann's ohnehin nicht so gut. Dieses Spiel hier. Und dann noch Konzentration und... doof. Konzentration und Reden. Da kommt von mir dann meistens nur Bullshit raus, quasi. So, geht das so? Ja, geht so. So. Und so, ja, noch geht's hier einigermaßen. Dann mal so. Und, ach, doof. Nicht wahr, Dr. G. Punkt? Ha ja, man muss sie ja mal ein bisschen austesten können. Das kann man ja Raison nicht stehen lassen. Immerhin habe ich eine bravouröse Zahl von zwei überlebende Patienten. Das ist bravouröse, ist sowas.
Ja? Nein, was mache ich denn da? Nein. Tja. Das kommt aber raus, wenn einen Dr. G-Punkt ablenkt. Nur Blödsinn. Moment. So. Es tut mir leid. Es kommt davon, wenn man lustig sein will, dann so richtig unlustig ist und dann noch verkackt. Moment, so. So, und dann habe ich den Fehler bald wieder ausgemerzt. So. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es jetzt gerade so unglaublich spannend zuzugucken ist. Leider. Deswegen hoffe ich, dass das überhaupt ein paar Leute gucken wollen. Irgendwann, irgendwie und irgendwo. Nur deswegen habe ich extra Dr. G-Punkt eingeladen. Nur deswegen. Ach, Moment. Ah, ich habe die blauen Dinger hier übersehen. Ich übersehe hier fast alles eigentlich. So. Und dann haben wir es geschafft. So gut wie. Ein dreifaches Applaus, Holdrieu. Und was weiß ich. So. Und so. Und so. Und dann ist Level 4 erfolgreich geschafft. Und einmal geht's noch. Hoffentlich zumindest. So vielleicht. Und, nein! Nein! Doof. Na, oh, das gibt's doch gar nicht. Was mache ich denn da jetzt? Oh, nein. Egal. War ich nicht. Das heißt, nicht aufregen bitte. Trotz meiner Doofheit. Ich mag die Musik übrigens. Es sei denn, die spielt andauernd. Also 20 Mal am Stück. So wie hier. Ah, doof ist das hier doch. Im Übrigen spinnt mein Gamepad auch manchmal. Nur daran kann es liegen. Weil ansonsten werde ich doch bravourös spielen, aber das kann ich hier so nicht. So. So. Oh, sieht das mies aus, wie ich hier spiele. Unglaublich mies. Ach, ich blick's hier auch nicht. Nein. Ich blick nicht durch, denn ich bin leider kein Dr. G. Punkt. Juhu. So. Jetzt müssen wir halt ein bisschen improvisieren. Aber ist halt mal so. Ein bisschen hier rumwerkeln. Damit wir hier irgendwie heil rauskommen. Und hier diesen Berg vor den beiden blauen Dingern abbauen. So. Runter. Ja, mein Knopf mal wieder. Will nicht immer so, wie ich will. Doof.
erstmal hier leer bauen. Ich weiß, ich hätte die blauen, die gelben Dinger wegschlawinern können, aber ist halt da mal so. So, und allmählich wird's doch wieder. So, und so. Und dann haben wir den Berg wieder abgebaut. Hey! Dann nochmal den roten freiräumen. Also wenn die ganzen Pillen so ein Patient schlucken muss, dann Prost Mahlzeit. Das geht nicht lang gut. So, und ich würde sagen, nach der Runde hier mache ich dann mal einen kurzen Schnitt. Beim nächsten Mal geht es dann weiter. Auch wenn es vielleicht nicht ganz so spannend ist, da muss ich mir was einfallen lassen irgendwie. Dann wird das schon hoffentlich. Hoffen wir es zumindest mal. So. Und dann haben wir es doch so gut wie geschafft. Obwohl zwischendurch ein wenig mager aussah für mich oder für uns. So. Und so. Bitte eine rote. Na, das gibt's doch gar nicht. Mensch. So, jetzt aber. Wir haben es geschafft. Und dann hoffe ich, dass es beim nächsten Mal halbwegs spannend oder spannender weitergeht. Als hier. Also, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Und bleibt Dr. Mario treu.